Guten Abend, guten Nacht, wenn der Voucher einschläft. Es ging anders, gell? Servusle, grüßt euch. Wir schlafen, Leute, wir machen heute das Treppenhaus weiter. Ich habe da per E-Mail einen ganz, ganz tollen Tipp bekommen, dass ich da draußen die Treppen auch verschönern kann, indem ich Treppen gegen die Treppen setze. Ne? Jetzt habe ich hier das Loch schon mal umgesetzt. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert an gestern. Ich wollte es ja treppenhausmäßig. Ach, guck mal, hier haben wir auch das. Wir brauchen Glas, Leute. Wir müssen Fenster machen. Ne, hier ist klar, ich will es, dass es hier am Rand entlang geht. Weil hier auf der Seite brauchen wir nicht zwingend überall Scheiben. Da reicht es mir hier oben. So, jetzt habe ich hier das Loch drin gehabt. Aber das ist ja blöd. Ich laufe dann wirklich tatsächlich lieber da hinten hin und gehe hier am Rand entlang runter, weißt du? Sonst machen wir uns alles kaputt. Habe ich das Gefühl. Aber wir können es ja auch noch umbauen. Ich habe jetzt nämlich gar keine Ahnung, ob das so aussehen wird, wie ich es will. Jetzt pass mal auf. Essen. Jetzt essen wir mal geschwind was. Haben wir noch was zum Essen? Ah, da machen wir uns die Brote frei nach dem Rezept vom Half-Life. Penga. So. Half-Life Toast. Okay, sorry. Ich war heute nicht in der U-Bahn. Ich habe mir überlegt, ob ich hingehe und da wieder einsteige. Wir müssen gucken, dass die Schienen hier vorbeikommen. So, pass auf. Gehen wir mal ganz kurz runter zum Werkschränkle. Ist hier noch was drin? Oh, wir brauchen neues Material für Mary. Mary, du brauchst frisches Holz, Baby. Ich finde es auch viel schöner, wenn sie leuchtet und glüht. So. So, pass auf. Treppen, die können wir so machen. Die brauche ich nicht unbedingt. Voucher. So gehen ja gar keine Treppen. Weißt du, Voucher? Leute, wir gehen Treppen. Kann das sein, dass es mit den glatten Birkenholzbrettern nicht so hinhaut? Alles, was Birke ist, runter. Runter auf deinen Platz, Birke. Sag mal. Na doch, so waren Treppen, weißt du? So, die nehmen wir mal mit hier rauf. Das andere Holz lasse ich mal da. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir als nächstes brauchen. So, wir gehen arbeiten. Heute ist Freitag, ne? Heute machen wir nur einen halben Tag. Freitagsfolgen sind immer geile Folgen, weil ich genau weiß, Leute, an dem Tag, an dem ich die Folge hochlade, haben die meisten Leute morgen frei. Das finde ich immer super. So, wo sind die Traps? Hier sind die Traps. Jetzt kommt wieder der voucherische... die haben wir schon mal richtig gesetzt. Sitzt die parallel? Ey, die sitzt parallel. Das ist schon mal super. Ah, jetzt pass ich auf. Wie hat sie das gemeint? Wie hat die das gemeint, dass ich das mache? Wenn ich es hier dagegen setze? So hat sie es nicht gemeint. Da bin ich schon mal ganz sicher. Es soll ja schön aussehen, ne? Dann wird es wahrscheinlich so sein. So? War das so gemeint, dass es ein bisschen besser aussieht, ne? Nicht so abgekackt? Ich glaube so. Oder wir machen tatsächlich Zimmermanns Dreiecke, ne? Jetzt machen wir die mal so und bei der nächsten Treppe machen wir die Dreiecke und dann schauen wir, was uns besser gefällt. Wenn das so gemeint war, aber ich denke schon. So, pass auf, wir gehen runter. Ich will jetzt auch nicht zu viele Treppen verholzen. Es soll ja noch machbar sein. Gott, ich freue mich so, dass wir an dem Loft arbeiten. Das glaubt ihr mir gar nicht. So, wir brauchen natürlich jetzt hier wieder Erde. Ein Voucher kann nämlich nur mit Erde dafür sorgen, dass das hier alles super wird. Hier ist kein Loch drin, das ist gut. Hier müssen wir dann wieder die Treppe dagegen setzen. Nein, so nicht. Nicht so schnell, Voucher. Entspann dir, Vouch. So. Ja. Manchmal gelingt's, manchmal aber auch nicht. So, zurück. Yay, Voucher, was ist los? Hast du ein Baustellenmüsli gegessen heute Morgen? So, jetzt mache ich hier aber nochmal mit Erde, weil... Oh, scheiße. Ja, weißt du, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Jetzt muss das Ding hier wahrscheinlich auf 3 erweitert werden. Oh, Mann. Ha ja, sonst komme ich da drüben doch gar nicht hoch. Das müssen wir auf 3 erweitern, das hilft ja jetzt nichts. Ich habe es noch eingefangen. Jetzt müssen wir auf 3 erweitern, oder? Ist ja blöd, sonst kommen wir ja gar nicht vorbei, falls ich mal da hinten den Baum gießen will. Außerdem kann ich die Erde nicht wegmachen und ganz außen rumlaufen, nur um dahinter zu kommen. Ist auch irgendwie blöd. Dann machen wir es auf 3. Oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte es eigentlich auf 2 haben. Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir es mal, dann sehen wir es ja. Langholzbretter an der Mann. Naja, weil hier ist, das ist doch zu eng. Wir sind doch keine Lilliputaner. Wir sind ausgewachsene Individuen, ne? Wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz rausholen. Da kommen wir nicht drum rum. Da kommen wir nicht drum rum. Schalalum. Alterle, hast du nicht gesehen, dass das falsche Bretter sind? Hast du es nicht gesehen? Doch, Voucher, ich hab's gesehen. Es tut mir leid. Ja, ist gut, Alterle. Ja, und die Leute, die das erste Mal jetzt hier reinschauen, werden sich denken, was ist denn das für ein Freak?
Ja, so ist es halt, ne? So ist es halt, Leute. So ist es halt. Heute ist Freitag, da freakt doch alles ein bisschen. Reichen die? Reichen die? Kommen wir da noch hin? Yay. So, alles klar, ne? Wir lassen es auf drei, ne? Bevor wir jetzt hier am Platzmangel leiden in einer Welt, die wir uns selber gestalten können, ne? Ist ja schon auf der Welt eng genug. Zumindest oft, auch wenn die Welt riesengroß ist, durch die ganzen Regulierungen, ja, Gesetze und Regeln und so, wurde uns die Welt doch klein gemacht, sind wir mal ehrlich. Wir haben nicht genug Zaun. Verdammte Scheiße. Ich brauche mehr Zaun. Wir müssen gleich mal gucken. Ich habe da noch ein paar. Dann bauen wir hier noch den Zaun fertig. So. Hier will ich die Zimmermannsblöcke reinhauen. Will ich das wirklich? Habe ich so viel Muße und Energie, das rauszufinden, wie das geht? Ich denke schon. Ich denke schon. Jetzt machen wir aber als allererstes mal hier unser Zäunche. Unser Zäunche. Unser Zäunche. Jetzt habe ich zu viel Zaun gemacht, glaube ich. Der war es auch nicht. Jetzt kommt es wieder, ne? Könnte ich von der alten Folge hier reinschneiden, weil da habe ich genau dasselbe gemacht. Jetzt bin ich wieder da, wo ich schon mal war. Ja, der war es, genau, Voucher. Super. Applaus. So. Hier machen wir zu. Mit dem Zaun unserer Wahl. Schabub. War hier schon komplett zu überall. Geil, ne? Geil, unser Wohnzimmer. Hier müssen wir dann aber auch auf drei. Obwohl, das gucke ich mir erstmal von außen an. Aber wahrscheinlich müssen wir den drüben auch auf drei zimmern. Hier, geil. Das kommt richtig gut. Jetzt brauche ich die Zimmermannsblöcke. Jetzt wird es interessant. Zimmermannsblöcke Dreieck. Natürlich. Ein guter Voucher weiß sich zu helfen. Zimmermann. Carpenter, ne? Heißt das nochmal? Was mal auf? Sind das die Dreiecke? Das sind die, glaube ich, ne? Wie machen wir die? Hallo? Mit einer Muschel bestimmt nicht. Mit einer Muschel bestimmt nicht. Keilförmige Zimmermannsblöcke. Wie gehen die? Jetzt kommt das wieder. Ich habe keine Ahnung. Oder sind es die da? Dann nehmen wir doch die. Nehmen wir doch diese. Keilförmige Rampe des Zimmermanns 822. 822 Doppelpunkt 4. Prisma-Rampe. Naja, Prisma-Rampe braucht kein Schwein jetzt. Also wir brauchen drei Sticks und drei Zimmermannsblöcke. Jetzt gucken wir aber erstmal. Ich glaube, da sind nämlich noch welche. Framed Drawers. Wie komme ich jetzt drauf, dass hier noch welche da sind? Guck mal, ich habe sogar schon dreieckige. Wir haben sogar schon mal keilförmige gemacht. Ey, dann können wir doch die erstmal probieren, bevor ich jetzt hier weitermache. Wann haben wir das gemacht? Wann haben wir das getan? Weiß es noch jemand? Ich habe keine Ahnung, weißt du. So, Prisma. Ja, genau, das war mir klar. Doch, das war mir klar. Mit Prismas haben wir es ja immer. Ich mache es jetzt mal so. Nee. Dann muss ich es oben ansetzen. Vielleicht hier? Nee, pass auf, Watcher, hier. Hier muss es ansetzen, siehst du? Hör auf mich. Oh, das gefällt mir fast noch besser. Das gefällt mir fast noch besser. Oh, ist das wunderschön. Ist das wunderschön. Birkenholzbretter, zack, die hauen wir jetzt hier drüber vom Muster her. Alterle, aber schade ist immer, dass die farblich anders sind, ne? Siehst du? Birkenholztreppe, keilförmige Rampe, das will bla. Aber es sieht trotzdem immer noch besser aus, wie wenn wir es abkackt lassen, ne? Oder? Jetzt guck mal hier oben nochmal. Wobei, jetzt muss ich fast sagen, ich bin hin und her gerissen, weil in derselben Farbe gefällt es mir doch tatsächlich fast eine Stufe besser. Haben wir noch eine Stufe? Pass mal auf, ich glaube, da oben habe ich nämlich eine vergessen. Ist das hier nicht, Wautsch, Wautsch, was ist das Problem? Was ist das Problem gerade? Du musst sie hier dagegen knicken, knacken. Knicken, knacken, knucken. So, so. Jo. Also das gefällt mir gut, weil es farblich halt gleich ist. Und das gefällt mir aber eigentlich auch gut. Weil es halt schräg ist, wie es gehört, ein bisschen, ne? Jetzt braucht man noch ein so ein Dreiecksding, da braucht man drei Carpenter-Blöcke. Haben wir die jetzt gerade drei? Haben wir drei? Haben wir drei? Waren da drei drin? Nee, ne. Ah, verdammt, da müssen wir jetzt noch welche basteln. Ich kann es jetzt nicht halb offen lassen, das geht ja jetzt überhaupt nicht. Erlaub. Mr. Zimmermann. Block des Zimmermanns. Sticks und in der Mitte einen ganz normalen. Wie viele Sticks haben wir denn? Haben wir überhaupt Sticks? Ja, haben wir Sticks. So, pass auf. So war das angezeigt. Und ein so einer. Nee, das sind wieder die Birkenholzbretter, die normal, die da, die dürften gehen. Machen wir halt einen Fünferpack, alles klar. Glaube, hier war das so, so und so. Glaube ich, ne? Und das müsste dann so rein. Jo, die gehen jetzt wieder nicht. Also geschisselte Bretter nimmt er dann einfach nicht. Moment, Moment. Komm, zeig mir da nochmal. Zeig's im Voucher nochmal. Ah, ja klar. Blödmann.
blöd, Mann. Voucher, manchmal bist du echt ein bisschen doof. Da, 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 da. Ich brauche ja die da, ne? Dafür haben wir sie gerade gemacht. So. Mrs. und Mr. Rampe. Und Mary die Ofenschlampe. Oh Gott, wir haben schon wieder die Hälfte der Folge rum. Alter, wo geht die Zeit nur hin? So, komm, den bauen wir jetzt hier noch hin. Das haben wir uns verdient. Nein. Kannst du knien? Alterle. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Nee. Jetzt erzähl mir nicht, dass das jetzt nicht hinhaut. Das ging doch gerade eben auch. Dann gehen wir weiter zurück und setz es. Hier muss es dagegen, glaube ich. Hier. So. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Entschuldigung. Ah, Gott im Himmel. Welche nehme ich denn jetzt? Jetzt haben wir die normalen. Dann setze ich halt einfach irgendwelche hin. Das ist jetzt erstmal wurscht. Kann das dann daran liegen, dass ich die... Jetzt ist es schon wieder dunkel. Also der Rhythmus macht doch, was er will. Erzähl mir nichts. So, komm, kurz geschlafen. Ah, oh, mein Näsel juckt. Einfach so, ne? Einfach so. Wahrscheinlich hängt ein Barthaar rein. So, jetzt schauen wir uns das nochmal in der ganzen Pracht an. Erstmal müssen wir gucken, wie sieht es aus, weil jetzt da drüben 3 ist. Na, von hier sieht man das nicht. Hier sieht es dann aber zugleich aus. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber ich will es auch nicht auf 1 lassen. Ich glaube, wir lassen es drüben erstmal auf 3 und wenn wir uns irgendwann das Gesamtbild anschauen, entscheiden wir. Okay, also das hier gefällt mir nicht, weil es farblich unterschieden ist. Und das hier gefällt mir eigentlich nicht, weil es nicht glatt ist. Ne? Also ich finde beide Varianten gut. Vielleicht lassen wir einfach beide. Dann kann ich mir immer die anschauen, auf die ich an dem Tag am meisten Bock habe. Jetzt haben wir hier einen Treppenaufgang. Das bedeutet, wir kommen hier hoch. Normal gehört jetzt hier noch eine Tür rein. Ne? Aber, nee, ich will dann hier vorlaufen. Terrassenmäßig. Ach so, jetzt habe ich hier gar keine Tür. Ah, Voucher. Muss ich doch nochmal gucken. Jetzt habe ich das vor lauter Fenstergeilheit, ne? Vielleicht mache ich die Tür doch drüben dran. Dann haben wir hier tatsächlich Fenstermöglichkeiten. Da hauen wir die Türen drüben ran. Dann haben wir hier lieber große Fenster, oder? Ja, mach mal. Das machen wir. Hauen wir jetzt direkt die erste Tür schon mal raus. Da habe ich lieber ein großes Fenster. Also hier komme ich hoch. Das heißt, ich könnte hier eine Tür reinfräsen. Lass mal gucken, wie das dann aussieht. So, bin ich drin. Ne? Das wird zugemacht. Hier haben wir dann ein großes Fenster. Sieht super aus. Das können wir sogar noch vergrößern, das Fenster. Alles klar, das lasse ich jetzt professorisch nochmal. So, dann haben wir hier praktisch die Eingangstür Nummer 1. Dann gehen wir hoch und sagen, ach ja, jetzt kommen wir gehen pennen, Leute. Gehen wir ins Schlafi. Ah, da muss ich hier alles umbauen. Nee, hier können wir es doch so lassen. Hier kann das ruhig so sein. Es muss nicht immer akkurat auf jeder Seite gleich aussehen. Das lassen wir jetzt erstmal so und zäunen es lieber ganz ein. Gibt es halt eine Zäunrunde, wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, mich zieht es schon wieder so ein bisschen rüber auf die Felder, wegen dem Soja, ne? Da gehen wir auch gleich gucken, würde ich sagen. Wir arbeiten da heute nicht viel, aber ein bisschen Humus nachlegen sollte man und schauen. Hier kann das ruhig so bleiben, warum denn auch nicht? Ist das jetzt komplett eingezäunt? Ne, hier fehlt noch ein bisschen, aber wir haben den Zaun dafür. Dam, 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 da. Hier wird das Schlafzimmer reingebaut. Soll man das hier so lassen? Das können wir hier so lassen, oder? Das können wir hier so lassen. Da können wir vielleicht eine Stehlampe reinbauen oder so irgendwann. Hier ist super. Ah, super. Hier ist gut. Hier gefällt es mir. Hier geht es eh nicht drüber, ist klar. Hier wird dann das geile Schlafzimmer. Hier kommt in der Mitte kommt ein riesengeiles Bett. Genau. Das lassen wir so. Das ist so gut wie fertig hier oben. Da können wir bald einrichten. So. Ja, ich hätte die Treppe auch in die Richtung machen können. Ist egal. Jetzt habe ich es so. Jetzt müssen wir hier mal reinschauen. Ha, hier. Hier würde ich dann das Fenster vergrößern, weil hier kommt ja tatsächlich die Leiter dann weg. Dann vergrößern wir das Fenster hier auf jeden Fall. Weißt du was? Ich baue jetzt da drin die Leitern ab. Von diesem Raum auf jeden Fall. Dass ich mich schon mal dran gewöhne. Weißt du? Also, doch. Ja, mach das so weg. Die machen wir auch weg. Haben wir eingesammelt. Sehr schön. Hochköpft. Das machen wir weg. Und das machen wir weg. Au, jetzt muss ich gucken. Wie war denn das? Das haben wir doch geschisselt gehabt, ne? Hier. Das ist Parkett gewesen, glaube ich. Das war, glaube ich, Parkett. Der war's. Den können wir nämlich jetzt auch gleich hier rein. Paketizieren. Parkett vom Paket kommt. Nee, ne? Schawupp.
Und Schawüble, genau, und dann kann man sich das schon mal vorstellen. Dann machen wir demnächst Glas und dann werden wir den Glaser in uns wachrufen. Und dann haben wir das hier wunderschön, ne? Wie komme ich denn jetzt von hier auf die Terrasse? Naja, ich muss... Nee, das war zu viel. Voucher, Alterle. Manchmal übertreffe ich mich selber mit Geschwindigkeit. Birkenholz, normal, das hier. Das ist das normale Birkenholz. Ist das das normale Birkenholz? Welches haben wir hier drin? Birkenholzbretter, glatte Birkenholzbretter? Nee, siehste. Ich erkenne zwar keinen riesengroßen Unterschied, aber wir sollten glatte nehmen, wenn er glatte anzeigt. So, nochmal Schüsseln. Ja, dann machen wir halt nicht so viel auf den Feldern heute. Birkenholzbretter 5-2, wir brauchen die glatten, die waren hier vorne. Zaga. So, nochmal kurz hier rein. Birkenholzbretter glatt. So, wunderbar. Das gibt also wunderschönes großes Fenster. Oder wir bauen eine Glastür rein, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Hier können wir ein kleines Fenster rausholen. Sollten wir sogar. Haben wir da unten ein Fenster? Ne, da liegen ja die Treppen. Aber hier liegen auch Treppen. Ne, hier lassen wir es mit dem Fenster gut sein. So, jetzt mal kurz einen Blick von drüben rüber geworfen. Alles klar. Finde ich gut, wenn hier die Fenster drin sind. Das wird gut. Hier machen wir über die Tür auch noch ein Fenster. Hier unten muss ich gucken, weiß ich noch nicht. Es muss nicht gleich sein. Alter, wir haben voll das Häusle dahin gezimmert, oder? Und der schwarze Zaun gefällt mir richtig gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier... Da unten fehlt noch ein Stück Zaun, Alterle. Das hier finde ich nicht ganz so prickelnd. Obwohl doch, von hier sieht es wieder gut aus. Weiß gar nicht, was das für ein Raum wird. Wahrscheinlich die Küche. Und dann machen wir unten den Werkraum rein und den Aufenthaltsraum. Wir sind eh nicht oft hier, ne? Wir stürzen ja ständig irgendwo rum. So, jetzt machst du hier mal noch. Da kommt dann das Lager hin. Eine Lagerrunde werden wir auf jeden Fall haben jetzt demnächst. Ich schätze mal zur 100. Folge werde ich das Lager anfangen. So, Schüssel mal die Langholzbretter, genau. Wo sind sie? Hier. So, weil das muss ich jetzt wieder aufbauen hier. Pass mal auf. Wir gehen jetzt kurz rüber auf die Felder. Ich muss das nachladen, das bringt sonst nichts. Sonst haben wir wieder die Hälfte. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Das kann ich dann von unten korrigieren. Alles klar, hier sitzt. Mach mal den Zaun hier noch einen breiter. Dann haben wir es zumindest grob fertig. Alles klar. Jetzt gehen wir rüber auf die Felder, Leute. Ein bisschen nachsetzen einfach mal. Ja, hier ist... Ne, hier ist zu. Das können wir dann auch wegbasteln. Jetzt komme ich durcheinander schon. Ah, alles klar. Super. Hier ging es noch rüber. Hier wird es auch weiterhin rüber gehen. Ich will ja noch eine komplette Fußstrecke um das ganze Gelände rumziehen. Und die wird auch hier irgendwo vorbeikommen dann. Gott, ich war schon ewig nicht mehr unten. Den Lavastein wollte ich noch probieren. Ich will doch das Gasthaus bauen unten. Bei der U-Bahn. Bei der Station dann, ne? So, Leute. Das haben wir schön gemacht. Und wir sind dran geblieben, mal ein paar Folgen. Ne? Ist also nicht so, dass ich immer nur hin und her springe. Boah, und jetzt reißt mich aber schon die U-Bahn-Strecke drüben. Sollen wir die mal vorziehen demnächst? Das war drüben bei der Schlucht, diese Schwebebahnstrecke. Dass wir die gerade zumindest mal bauen und austesten. Da hätte ich schon Bock drauf. So, lass uns mal hier kurz reingucken. Haben wir noch ein bisschen Platz? Die können erstmal hoch. Das kann eigentlich auch alles hoch. Jetzt ist oben schon voll. Das kann man hier hin machen. Das hier. Der gehört erstmal hier. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen aufräumen die Tage. Ja, ist klar. Oh, siehst du, ein neues Brot können wir nachlegen. Das hier ist immer noch das Brotfeld. Ne? Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Felder, wie wir haben. Aber ich liebe die Felder. Oh Gott, ich liebe die Felder. So, gib uns die Chance auf Brot. Sei kein Idiot. Backe dir Brot. So, den hauen wir hier rein. Den hauen wir hier rein. Alles klärle. So, jetzt hauen wir Humus nach. Haben wir oben noch Erde? Muss Erde noch rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Ne? Jetzt lädt es kurz. Ja, ich habe es gerade gemerkt, wie es zuckt. Wenn ich die Ernte-Uzi hier anschmeiße, ist das immer so. Ich muss das als Titel nehmen von der letzten Folge. Ne? Ich habe nichts. Guck mal, der wächst nach, wie ich ihn weghau. So ein geiler Tipp gewesen von euch, Leute. Ganz am Anfang war der, ne? Das haben wir drüben schon gehabt. Drüben unten. Unten in der ersten Base, in der vorübergehenden, ne? Berg der Orientierung war das doch damals, oder? Oder war das hier der Berg der Orientierung? Deswegen wird Zeit für ein Review. Bam. Bam. Ja, siehst du, ist klar, dass der nicht geladen hat, weil hier ist ja kein NPC. Kein Chunk-NPC.
Irgendwann. Irgendwann habe ich es drauf. Komm, lass uns kurz gucken. Ein bisschen Erde können wir nachlegen. Brot backt durch. Dann werden wir jetzt die Tage, vielleicht bis zum Wochenende drüben, tatsächlich die Fensterscheiben reinzimmern. Aha. So langsam kommt der Mais zwischen den Feldern hier raus. Das ist sehr gut. Ja, theoretisch sind wir jetzt schon fast am Ende der Folge. Lass uns noch ein bisschen Erde zusammen hier reinzimmern. Das hat das Feld, glaube ich, verdient. Hier ist noch Erde. Muss ich auch demnächst mal wieder nachholen. Erde. So, ja, weißt du, wenn wir jeden Tag einfach so ein 64er Block da reinhauen, sind wir auch irgendwann fertig, ne? So, Delle. Oh, da ist noch ein Loch drin. Wieso ist da eine Riesenlücke? Was stimmt denn jetzt wieder nicht? Dass ich die nicht gerade da reinsetzen kann, ne? Ich mache da immer irgendwelche Kunststückeln. Wieso ist hier ein Erdblock? Geh weg. Wir brauchen dich hier nicht. So. Und es wird wieder dunkel, jawohl, ja. So, wie viel haben wir noch? 24, na also, siehst du, wir haben wieder ein Stück geschafft und wieder ein Stück nächstes Mal und dann sind wir bald fertig. So, ich muss natürlich nach den Keimlingen gucken jetzt vorne, ob die nochmal, und Bücher sollten wir auch demnächst mal machen. Ich habe ja ein paar aus der Stadt mit, ne, dass wir noch ein paar Buchregale setzen für unser Zauberzimmer. So, alles klar. Naja, das dauert noch ein bisschen, bis wir hier ganz fertig sind. Wie sieht's aus? So, Jalle. Ja klar, der hat aufgehört wieder. Ich bleib mal hier ein bisschen stehen. Das sieht aus, als ob da einer gewütet hätte in dem Feld hier, ne? Guck mal hier, die können wir auch noch geschwind. Ne, da warten wir jetzt noch ein bisschen. Da warten wir noch, das macht viel mehr Spaß, wenn wir ganz viele am Stück... Da sind wir fertig, ne? Das wächst jetzt vor sich hin, ist bald so hoch wie da vorne. Und dann können wir hier einmal komplett durchmarschieren. Curry, Baumwolle, schwing, schwing. Bisschen als ob man auf Pilze gewesen wäre, ne? Okay. Und hier dann das Viererfeld, voll ausgewachsenes Maisfeld. Kein Problem, Gerste, hier bitteschön. Oder Roggen oder Hafer. Super. Alles klar, tolle Folge, haben wir viel erreicht. Ich freue mich schon auf morgen. Morgen wird es tatsächlich dann eine Wochenendfolge sein wieder. Schon wieder, wie die Zeit vergeht. Was ist denn das eigentlich? Ein Katzenschweif. Bis morgen.